Diesmal in der Runde mehr mit Zuschauern und nicht mit anderen Comic-Tubern. Let the game begin. Und zwar, pass auf, Leute, ich bin ein Außerirdischer. Ich bin ein Kriegsflüchtling. Ich bin überaus intelligent und manipuliere gerne Leute. Ich wurde in einem alten Cartoon sehr lächerlich dargestellt und muss mich gegen ein ganzes Heldenteam behaupten. Ist es vielleicht jemand aus einem Fantastic Four Cartoon? Aus den 90ern? Nee, leider nicht. Aus dem X-Men Cartoon? Auch nicht. Boy, dann habe ich keine Ahnung. Es ist aus einem Superhelden Cartoon, also den man eigentlich kennen sollte oder kennen. Es ist kein direktes, es ist keine Superhelden Story. Keine richtige Superhelden Story im klassischen Sinne. Venom, nein, auch nicht. Venom wurde ja nicht lächerlich dargestellt in keinem Cartoon. Ja, außer als Film. Patrick Star. Nee, aber es ist knapp dran. Ich bin auch rosa von der Hauptfarbe. Ich gebe jetzt mal rosa in der Außerirdischer bei Google ein. Ich komme ursprünglich aus den Turtles-Comics. Oh, fuck! Dieses Hirn-Alien. Crank. Der Boy, den ich hier präsentiere, der hat vier Brüder. Nein, ja, drei Brüder. Was rede ich da? Er wurde gut ausgebildet. Er kämpft halt so mit kleinen Messern. Er ist sehr aggressiv und er ist der stärkste von seinen vier Brüdern. Raphael. Ja. Das war easy. Fuck. Doch wie heißt dieser Comic, beziehungsweise diese Comics, in dem halt dieser Charakter vorkommt, auf ein Spiel. Er hat unzählige Comics und die Hauptreihe zählt über 200 Ausgaben. Seine Hautfarbe ist blau und er ist ein Igel. Sonic. Yes. Doch, geht's. Ist da wirklich Comics von? Ja, es gibt Comics von Archie Comics. Ja, gibt's. Mein Bruder hat die gesammelt. Ich schwöre. Also, mein Charakter war Biologe. Alan Moore hat eigentlich den Charakter berühmt gemacht. Also, er hat zwar bei den Fans schon vorher Anklang gefunden. Wow. Umweltverschmutzung ist oft das Thema. Ja, es gab eine Explosion. Der Charakter hat mit einer Explosion zu tun, also ist daraus quasi richtig erst entstanden. Ich gebe euch noch ein Stichwort. Sumpf. Ja, Swamp Thing, aber hast du den vielleicht mit Man-Thing verwechselt? Weil, wohl. Nee. Die Origin von beiden ist eigentlich relativ ähnlich, muss man fairerweise sagen. Ja, genau, weil ich habe mich geäußert, hat der vielleicht irgendwas verwechselt? Ich bin vom Kraftlevel ungefähr auf dem Niveau vom Superboy. Ich trage gerne gelb-schwarz. Ich bin ein Highschool-Schüler zu Beginn der Geschichte. In der Story des Charakters spielt sein Vater eine relativ große Rolle. Und bevor er sagt, dass ich Noah bin, ich bin weder von Marvel noch von DC. Scheiße. Dieser Comic, der von Robert Kirkman geschrieben wurde, ne? Genau, wie heißt der? Invincible. Ja, genau. Wie heißt der? Invincible, so heißt er. Mark Grayson. Was spielt er? Circa 120 oder 100 Jahre in der Zukunft. Er ist eine Art Klon. Seiner Meinung nach ist er das Gesetz und er lebt in Megacity oder so. Hey, Judge Dredd hat mir noch. Was? Judge Dredd? Judge Keck, genau. Judge Keck? Ja, ich hab Dredd. Dredd. Weißt du, was das fiese ist? Dredd, ich hab Judge Dredd selbst auf meiner Liste, den wollte ich jetzt auch noch machen. Doch, der Boy hier. Ich nehme nur Männer, weil ich bin Sexist, also. Geil. Pass auf, Susie Grime schickt dir noch Dickpics. Ja, ja. Oh, shit. Ja, die schickt mir Dickpics, das ist alles richtig. Ne, Typen, den sollte man eventuell kennen. Er ist viel durch das Land gereist, viel durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Also er war erst so böse, dann war er ein Anti-Held und jetzt ist er gut. Hat jetzt auch so eine eigene Serie am Laufen, so in dem er ein ähnliches Kostüm von seinem Klonbruder trägt. Er hatte erst so einen instabilen Körper, doch jetzt nicht mehr, jetzt ist er safe, jetzt ist er geheilt. Okay, ja? Ich wollte noch sagen Superboy oder so, aber okay. Er ist bisher nicht so oft vorgekommen, überhaupt irgendwo, jetzt nicht nur Comics, sondern auch allgemein die Verbildlichung so in der Öffentlichkeit, so durch Serien oder Filme. Er hatte in den 2000ern, ich glaube sogar direkt im Jahr 2000, eine eigene Serie. Die Comics haben generell mit Ganggewalt zu tun und er hatte bisher mehrere Mentoren, die auch ziemlich hoch angesehen waren, also die eigene große Comics haben, sag ich mal. Er hat ein Logo auf seiner Brust, was einem anderen großen Helden, der ähnlich ist, vom selben Verlag. Okay, zugegeben, die Fakten oder die Hinweise waren echt behindert. Egal, naja, soll ja nicht zu leicht sein. Kannst du uns einen Tipp geben, ob welcher Verlag das ist? Ja, momentan DC. Momentan. Ein gutes Zeichen. Dein Rorschach? Tot ist. Nein, nicht Rorschach. Ist es einer der Watchmen? Nein. The Question? Mhm. Der Sohn von Joker? Nein, warte. Soll ich mal sagen, was für eine Superkraft er hat? Ja, er hat elektrische Superkräfte, also so alles auf Strom und... Ah, Black Bolt. Ja, nee, Quatsch, Dings. Black Lightning heißt er. Nein. Heißt nicht, er ist an... Ist es Jamie Foxx? Static Shock? Static Shock? The Amazing Spider-Man 2? Static Shock ist es. Oh, yeah. Es ist Static. Ah, der hat so einen eigenen Cartoon gehabt. Genau. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann von dem überhaupt. Wie in der letzten Zeit was von... Oder ist da was rausgekommen? Also, New 52 hat er noch seine eigene Serie, aber seitdem hat man nichts von ihm gehört irgendwie. Setz ich mir erstmal auf die Liste. Der nächste Charakter könnte vielleicht ein bisschen schwieriger sein. Mhm. Und zwar ist er ein Sidekick eines Superhelden. Er kann dank seines Kostüms fliegen. Er bekam erst letztens einen Auftritt in einer eigenen TV-Show. Also da ist er mehr oder weniger der Protagonist. Sein Slogan ist, nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Und er trägt ein Mottenkostüm. Es ist von The Tick der Sidekick, oder nicht? Ja genau, wie heißt der? Oh fuck. Wer es mir sagen kann, ohne es zu googeln, der kriegt einen Keks. Also ich werde jetzt nicht googeln. Arthur. Nein. Ist es dieser Arthur oder so? Ja genau, Arthur.
Also ich habe nicht gegoogelt oder so. Es ist mir gerade eingefallen. Mach den Keks versandbereit. Er ist der Sidekick eines beliebten Heldes. Er ist vom DC-Verlag und er wurde von einer Assassinengruppe großgezogen. Es ist Damian Wayne? Lass uns nochmal zwei Fakten wenigstens nennen, ey. Damian Gay, genau. Damian Gay. Meinst du Damian Wayne, meinst du? Nö, wer ist das? Ja, wer ist Damian Wayne? Wer ist Damian Wayne? Noch nie gehört. Wer ist das? Das ist so ein Mainstream-Charakter. Ich lese nur Independent-Comics. Du liest so Jeff Lemire-Comics, gell? Ja, genau. Der Boy ist halt ein Jude, der sieht jünger aus, als er eigentlich ist. Der hat mal so ein Team angeführt und jetzt führt er ein anderes, größeres Team an, gegen den er eigentlich erst was hatte. Also sein schlimmster Erzfeind war mal sein bester Freund und er ist ein Rassist. Born? Nee, warte, da war ich da. Born ist ja auch Jew. Nein, war wegen bester Freund, Feind und sowas, aber nee. Das wird sein. Bing und Yahoo ist erlaubt, aber Google so, nicht. Sonst würde der Wodka gestrichen, Katz. Das willst du doch nicht. Na, immerhin auch die Kommunisten. Ja, du bist Kommunist, ne? Magneto? Ja. Alter, du hast gegoogelt. Nein, hab ich nicht. Verdammt, stimmt. Daran hab ich gar nicht gedacht. Ich höre es schon. Du hast wisst einen Grinsen, das ist aber ein Zufall, weil ich hatte erst vor so 2 Wochen oder so, habe ich den ersten X-Men wieder geguckt. Deswegen habe ich gerade daran gedacht. Ja, ich habe halt so meine Blu-ray-Sammlung so geguckt, dann sehe ich halt so den ersten X-Men-Film und dann, ja. Meine Figur stammt ursprünglich aus einer Radioserie und es wurden einige Serials dazu produziert. Und erst in den 40ern gab es dann die Comic-Serie. Der Titelheld ist in grün gekleidet und zusammen mit seinem Chauffeur bekämpfen sie das Verbrechen. Green Hornet, kann das sein? Kann das sein, dass er so ein... Wer Kalkule in den Aussprechen als Zeitkick hat, aber okay. Hände hoch oder ich esse deine Katze. Er ist neu dazugekommen. Ich darf auch sagen, zu welcher Reihe er gehört. Okay, er ist neu in der New 52 dazugekommen. Er gehört zur Weltraumpolizei. Ja. Überlegst du, was kann man noch über Simon Betts sagen, ja? Überlegst du, was man über Simon Betts noch sagen kann. Fuck, stimmt. Aber, also meine ist jetzt nicht so schwer, aber ich versuch's mal. Also, erstmal im DC-Universum und er kann sein Leben erweitern bzw. verlängern, aber er hat keine übernatürliche Kräfte oder Fähigkeiten. Er gilt jedoch als Genie und ihm untersteht eine ganze Organisation. Rafael Ghul? Ja. Oh Mann, ich hab gedacht, hättest du wenigstens Vandal Savage oder so gemacht. DX, bist du ein Mädchen? Nee, den kennt man nicht. Noch nicht, ne. Obwohl doch, noch nicht. Mein Charakter kam schon mal in Marvel Comics vor. Er ist eigentlich nicht als Comicfigur bekannt, sondern mehr aus anderen Medien, unter anderem durch Cartoons und Filme. Er ist auch ein Außerirdischer, der Erzfeind des Protagonisten und er ist begrenzter Gestaltwandler. Venom? Nee. Toxin? Auch nicht. Wie gesagt, er kam in keinem Cartoon aber vor. Er ist nicht als Comicfigur eigentlich bekannt. John Carter. Nein. John Carter ist auch kein Außerirdischer. Ja, Erzfeind, Außerirdischer und Gestaltwandler. Martian Manhunter. Nee. Gestaltwandler aus Fantastic Four. Auch nicht. Trials. Nee. Gebe euch mal einen Tipp. Michael Bay hat seine Finger im Spiel gehabt. Transformers. Ja, weiter. Bumblebee? Er ist nicht der Erzfeind seines Helden. Megatron. Megatron, genau. Hä, hey, also, ja, okay, Marvel Comics. Es gab ja eine Transformers mit Marvel-Reihe damals, ich glaube, 70er oder 80er. Marvel hat die Rechte von Hasbro so gegönnt und dann so. Ja, genau, dann hatten die eine eigene Comic-Reihe. Es gab es gemeint, Crossover zwischen Dings, Optimus Prime und Spider-Man und sowas. Also, mein Charakter war Journalist. Er trägt eine Maske aus einem Stoff, das sein Gesicht konturenlos erscheinen lässt. Er ist ein sehr guter Detektiv und er bekämpft das Verbrechen und Korruption in seiner Stadt. Die Korruption in seiner Stadt und er hat keine Superkräfte, aber ist trotzdem ein hervorragender Nahkämpfer. The question? Rorschach, fuck. Rorschach war doch nicht Journalist? Nicht. Nein, kein... Achso, scheiße, das ist ein Journalist, also nee. The Question, ja. Aber du hättest auch genauso sagen können, weil es gab ja noch den zweiten Question, René Montoya und die war Polizistin. Daran hatte ich das schon festgemacht. Hättest du gesagt Polizistin, hätte ich direkt gesagt, auch Question. Also, Alien, also ich hab nichts gegen Aliens, ich bin kein Rassist. er war mal böse, der hatte sein Gedächtnis verloren, jetzt ist er wieder gut. Jetzt, momentan ist er Polizist und er hat seine Familie auf der Erde verloren. Ja, Savage Dragon wurde aber schon gesagt. Echt? Oder? Savage. Er hat einen komplett schwarzen Anzug, also wirklich nichts daran hat eine andere Farbe. Er hat eine Art telepathische Kräfte. Also wirklich so Telepathie, wie nennt man den Scheiß denn? Telekinese meine ich natürlich, Entschuldigung. Er hat seinen Mentor getötet, ist als Sklave aufgewachsen. Er kam bisher in 7 Filmen vor. Alle vom MCU? Nein. Aber Marvel-Filme? Nein. DC? Nein. Der SpongeBob-Schwammkopf-Film? Nein. Er hat eine ikonische Maske auf. Ja, aber Magneto hatten wir noch schon. Ich meine auch nicht Magneto. Ja, der ist auch nicht von der Schwarz. Was, nicht Dort von Marvel und nicht von DC? Mhm. Harvey Vendetta? Der hat ja auch 7 Filme schon gemacht. In 7 Filmen. Richtig, aber er kam in 2 vor. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt hier reinbringen darf. Ist allerdings auch ein Comic-Charakter. Na, aktuell sogar nicht mal so unpräsent, sag ich mal. Er hat ein Lichtschwert. Ja, wow. Sky. Was? Darth Vader, oder? Darth Vader. Walker. Achso, nein, Darth Vader. Hab mich ja so Luke, ich hab von Episode 6 geguckt. Da hatte Luke ja noch seine schwarze Kutte an. Das war Comic-Figur, hat nur eine 5. Abschließende Worte. Ich möchte meiner Familie groß danken. Abonniert meinen Kanal. Bald kommt die erste Review. Yo, ich bin Redcap. Okay.